Die Auslosung zur Herrenqualifikation bei den US Open hat eine mögliche Zweitrundenparty zwischen Gerald und Jürgen Meltzer eingebracht. Zuvor stehen die beiden vor durchaus machbaren Aufgaben. Für die Grand Slam-Debütanten Lukas Mittler und Maximilian Neukes dürfte es schwer werden. Dennis Nowak und Sebastian Offner komplettieren das halbe Dutzend des ÖTV. Als bestplatzierter Österreicher trifft Gerald Meltzer an Nummer 20 gesetzt auf Darien King aus Barbados, der sich in diesem Jahr immerhin für das Masters in Miami qualifizieren konnte und in Indian Wells in einem Challenger-Finale stand. Der ältere der Meltzer-Brüder Jürgen, ehemaliger Doppel-Champion von New York, bekommt es zum Auftakt mit dem Franzosen Kenny de Shepard zu tun. Die bisherigen drei Duelle mit dem 31-Jährigen konnte der Routinier allesamt für sich entscheiden. Wimbledon und Australian Open-Qualifikant Novak spielt in Runde 1 mit Quentin Harlis ebenfalls gegen einen Franzosen. Dem 21-Jährigen gelang in diesem Jahr in Melbourne ebenfalls die Qualifikation und bezeichnet den Hartplatz als seinen Lieblingsbelag. Vor wenigen Wochen bezwang er in Los Cabos Gilles Muller glatt in 2 Sätzen. US Open Qualifikation ÖTV mit 6 Spielern am Start. Offner könnte sich für sein Auftaktmatch Tipps von Gerald Meltzer holen. Er trifft auf Nino Serdarusic, den Meltzer in der Wimbledon-Qualifikation deutlich bezwungen hatte. Die Form des Kroaten ist wenig beeindruckend, er verlor 7 seiner 8 letzten Matches auf ATP- und Challenger-Ebene. Auf Mittler und Neukes warten bei ihren Premieren-Auftritten 2 Gegner aus Italien. Ersterer bekommt es mit der Nummer 7 der Qualifikation, Thomas Fabiano, zu tun, letzterer trifft auf Simone Bolelli, an Nummer 29 gesetzt. Doch beiden ÖTV-Spielern ist eine Sensation zuzutrauen, haben sie doch beide in den letzten Wochen mit guten Ergebnissen auf Hartplatz Selbstvertrauen getankt und ein neues Karriere-High erreicht. Mittler könnte übrigens in Runde 3 auf Offner treffen, beide wurden in denselben Abschnitt gelost. US Open, die 6 ÖTV-Herren in der ersten Quali-Runde im Gegner-Nation-Ranking: Gerald Meltzer, Darien King, Barbados 170, Dennis Nowak, Quentin Harlis, Frankreich 156, Sebastian Offner, Nino Serdarusic, Kroatien 201, Lukas Mideler, Tomas Fabiano, Italien 110, Maximilian Neukes, Simone Bolelli, Italien 144, Jürgen Meltzer, Kenny de Shepard, Frankreich 209. Ein absoluter Kracher aus internationaler Sicht gibt es zudem zwischen Thanasi Kokkinakis und Bernhard Tomic. Hier geht's zum gesamten Tableau der Herrenqualifikation. Bei den Damen geht keine Österreicherin an den Start. Die Damenauslosung gibt's hier. Werbung, Werbung.